Dann gibt's noch Arc de Triomphe, ja, wie der Name schon sagt, in Frankreich sitzt der, ist der ansässig, Baguette und Dangereux Baguette, Frankreich und ja, ne, mein Französisch ist leider ein wenig eingerostet, sonst würde ich das Let's Play jetzt in Französisch weitermachen. Bogen mit vier Spänner. Feiern Sie mit dieser imposanten Einkaufspassage den Unabhängigkeitstag Ihrer Stadt. Sehen Sie zu, wie die Touristen herbeiströmen, um Fotos von diesem berühmten Wahrzeichen zu schießen. Ursprünglicher Standort Brüssel, Belgien. Achso, hier steht ja dann auch nochmal Paris, Frankreich. Das ist bestimmt Holland. Genau, Niederlande. Die Niederlande sind berühmt für ihre wunderbaren, idyllischen Wohnwagen. Windmühlen natürlich. So, dann haben wir natürlich hier Edificio Copan. Entschuldigung, mein Spanisch ist auch nicht so gut. Sao Paulo, wo Max Payne 3 noch gespielt hat. Hatte ich auch übrigens mal gespielt, aber nicht Let's Plays. Let's Play war ein ganz geiles Spiel. Dieses geile Form, ja, sehr schön. Dieses gewählte Wohngebäude bringt auch die am engsten bebaute Stadt noch den nötigen Schwung. Tut mir leid, wenn ich ab und zu Wörter weglasse, das passiert manchmal. So, was haben wir dann hier? Wahrscheinlich Empire State Building, genau. Dieses zwar nicht mehr das größte Gebäude der Welt, dennoch ist es das imposanteste, Bauwerk, das Herzstück New Yorks. Ursprünglicher Standort New York City, USA. Ja, mein Bruder wird den wahrscheinlich jetzt gern hier bei mir in der Karte sehen, weil er auch schon in New York hier war und total, ja, die Stadt total schön findet, aber 575, das können wir uns im Moment nicht leisten und Kölner Dom ist natürlich viel besser. Ich stapere übrigens immer noch und wir haben die 50.000 gleich zweimal drin, aber ich rede einfach weiter in der heutigen Folge. So, dieser Glockenturm ist das ehemalige Minarett der Kathedrale von Sevilla. Ja, tut mir leid, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, ich bin einfach so ein ungebildeter Narr manchmal. Dann haben wir hier noch das Global Theater, die Bretter, die die Welt bedeuten, stellen sie eine Kopie des Global Theater in ihrer Stadt auf. London, England. Und da haben wir den Kölner Dom. So, ja, den Kölner Dom. Wo stellen wir den Kölner Dom denn hin, um Himmels Willen? Mittlere Touristenattraktion. Achso, das ist alles mittler. Was? Achso. Ach, das ist dann hochklassig. Ich hatte mich nämlich gerade gewundert. Oh, da geht mein Handy gerade wieder. Moment, ich kann gerade nicht. Schrecklich, immer die Leute, die mich aufnehmen, wenn ich angerufen werde. Die mich anrufen, wenn ich aufnehme. Ja. Das heißt, der Kölner Dom ist nur mittelmäßig und das Empire State Building hochklassig? Also Leute, baut bitte nicht das Empire State Building. Kölner Dom ist viel besser. So, jetzt habe ich aber mittlerweile genug geredet. So, jetzt geht natürlich das Telefon. Das muss ich jetzt mal kurz ausmachen. Einen Moment. Kann gerade nicht. Telefoniere gerade. Muss mein Bürgermeister lichten Pflichten nachgehen. So, ja, dann Kölner Dom. Warum kann... Achso, ja doch. Wo bauen wir das denn jetzt hin? Ich würde das ja hier so... Ja doch, komm, wir bauen das jetzt hier hin. Wir bauen das jetzt dahin. Zack. So, ja. Boah, das sieht echt cool aus. Bei der Arbeit, okay. Oh, das freut die Leute aber richtig. Da geht es hier gleich in die Höhe mit den ganzen Gebäuden und so. Das ist ja cool. So, ja. Was haben wir denn hier sonst noch so? Also das war auf jeden Fall cool. Gut, dass ich die Ecke mal gefunden habe. Kultur. Wusste gar nicht, dass das da drunter steht. Wir kriegen übrigens 7600 gerade rein und haben schon wieder richtig viel Geld. Aber wir gucken uns jetzt erstmal den Kölner Dom an. Ja gut, so eindrucksvoll sieht er dann doch nicht aus. Aber hier so irgendwo, Moment, ich zeig das mal. Hier, da, irgendwo, da ist dann dieses Gerüst da am Turm festgemacht. So halb freischwebend und das sieht schon echt beeindruckend aus. Gerade wenn man aus dem Kölner Hauptbahnhof da gerade aussteigt. So, ja, ihr seht hier mit den ganzen hier, ne? Ihr seht, Säulen und so, das ist natürlich gotischer Stil. Das sieht man natürlich als Kenner sofort und die Leute protestieren etwa. Hör ich da Protest... Was? Jetzt aber... Wo, warum? Hallo? Ja, zu viel Verbrechen? Was? Achso, upgraden können wir mal. Juhu! Ja, gut, dann werden wir uns dessen mal annehmen.
Gefängniszellen, das ist noch in Ordnung. Allerdings haben wir zu wenig hiervon. Wobei, wir könnten auch das hier noch dahin hauen, damit die Verbrecher wissen, oh, da ist eine Polizeiwache. So, das kostet natürlich jetzt auch 525 die Stunde. Ist ein bisschen blöd. Aber das geben wir gerne aus. Und dann nochmal 7. Boah, nochmal 700. So, Polizeilandeplatz. Tragen Sie in Nachbarstädten zu Verbrechensprävention. Was? Will ich ja gar nicht. Ach komm, das machen wir einfach mal. Hatte ich nämlich noch nie. Ich will ja auch mal in meinen Let's Plays hier was Neues zeigen. Es muss ja nicht die perfekte Stadt werden. Irgendwann kann man sich auch nochmal eine neue aufbauen, falls ihr dann immer noch Lust habt, hier zuzugucken. Das kann man ja dann alles noch machen. Und ich glaube, weil irgendeiner in meiner Region einen Flughafen gebaut hat, kann ich das nämlich jetzt verwirklichen. So. Cool. Also ihr seht, so eine Polizeiwache kann man auf jeden Fall ganz cool verbessern. Und auch ein Krankenhaus kann man, glaube ich, mit so einem hilfreichen Hubschrauber und so ausstatten, damit natürlich dann die Verletzten schneller geborgen werden können und so. Das ist ganz cool. Kostet allerdings auch wirklich viel Geld. Aber die Verbrecher haben dann wahrscheinlich auch mehr Respekt, wenn dann auf einmal so ein Heli über den schwebt. Apropos Krankenhaus, das wollten wir ja auch irgendwann mal bauen. Aber ich war jetzt einfach durch den Kölner Dom so geflasht. Ich muss jetzt einfach hier nochmal so dran gehen. So von der Seite vielleicht. Wobei, ich will das Panorama vielleicht noch so im Hintergrund haben. Nee, gefällt mir cool. Gut. Sehr cool, dass wir es gefunden haben. Diese Aufnahme. In dieser Aufnahme. Also diese Aufnahme, die finde ich hoffentlich auch nochmal wieder. Tja, was ist denn eigentlich mit Casinos? So, was haben wir denn eigentlich jetzt mit Glücksspiel verdient? Ah! So, dann können wir doch theoretisch... verdienen Sie an einem Tag durch... Haben wir das nicht? 28.340? Ist ja gar nicht weitergegangen. Hm. Na gut, okay. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Was wollten wir denn da hinten noch bauen? Weiß ich gar nicht. Bochum, Handel. Handelsdepot. Diese Basiseinheit importieren, exportieren und lagern von Ressourcen wie Kohle und Rohöl. Zusätzliche Handelsdepot... ziehen mehr LKWs vom Weltmarkt an. Die Anlage braucht zum Betrieb weder Wasser noch Energie, kostet nur 10.075 im Unterhalt. Das kann man sich doch einfach mal bauen. Baut man sich wahrscheinlich am besten an so einem Bahnhof, oder? Hm. Ich glaube, ich baue das hier mal so hin. Ach komm, dann reißen wir die Fabrik da ab. Zack. Das hatte ich nämlich auch noch nie gebaut. Das finde ich ganz interessant. Oh. Okay, da brauchen wir echt viel Platz. Da kann man sich dann... auf was spezialisieren wir uns denn dann? Erstmal ein Schild hin. So, was sagt der mir denn gerade? Mit diesem Handelsdepot können wir auf den Weltmarkt gehen. Ging das vorher gar nicht? Aha. Fügen Sie einfach ein Speichermodul der für den Handel gewünschten Ressource hinzu. Wählen Sie dann das Handelsdepot aus, um die Weltmarktlieferung zu verwalten. Die LKWs kommen erst dann zum Ein- und Ausladen von Ressourcen hierher, wenn wir über das richtige Modul und entsprechenden Lagerraum verfügen. Kaufen Sie zu niedrigen Preisen ein und verkaufen Sie die Waren teurer. Wuhaha, wuhahaha, wuhahaha. Ja, auf was spezialisieren wir uns? Ich glaube, wir spezialisieren uns auf Menschenhandel. Dann kaufen wir uns einfach so eine Herde Menschen und verkaufen die dann wieder zu günstigeren Preisen, nein, zu teureren Preisen natürlich auf dem Sklavenmarkt. Auf dem ansässigen Sklavenmarkt in Hamburg, da hinten. So, für alle, die in Hamburg wohnen, nein, Hamburg ist natürlich keine Sklavenstadt. Das war nur ein Witz meinerseits. So, ja. Dieses kleine lange, ich, ja, für die Lokale, so, boah, ja, gehen unter. Boah, ja. Wisst ihr was? Ihr schreibt mir einfach mal, was ich hier so bauen kann, ob das sinnvoll ist, ob ich das wieder abreißen soll oder auf was spezialisieren und wie das funktioniert. Und dann lasse ich das erstmal unangetastet, weil ich habe da keine Ahnung, ich habe keine Lust, jetzt den ganzen Platz zu verbrauchen, das ganze Geld. In der Zeit machen wir einfach irgendwas anderes Sinnloses, ne? Ihr wisst schon. Das kann ich nämlich besonders gut. Ich will ja eigentlich auch hier mal sowas anderes bauen, aber... Ich wollte mich ja eigentlich auf hier sowas konzentrieren, aber...
Die Leute, die haben es ja mit Glücksspielen noch nicht so ganz. Was kann man denn hier noch so dran bauen? Blackjack-Tische. 5500. Kostet ja nicht so viel. Ach komm, hier ein Comedy-Club. Zack. Okay, jetzt habe ich das Gebäude abgerissen. Das kennt ihr mittlerweile. Limit erreicht. So, jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Auf jeden Fall, wir müssen die Einnahmen im Blick halten. Aber das sieht im Moment ganz gut aus. Wenn die Steuern so bleiben, dann ist das in Ordnung. Wir können natürlich die jetzt eigentlich auch noch um 1 erhöhen. Ja, wenn die meckern, dann merke ich das vielleicht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und die sagen da nichts gegen. So, Krankenhaus wollte ich eigentlich mal bauen. Aber es dauert, das dauert alles so lange. Wir wollten ja auch irgendwann mal die Kredite wieder zurückzahlen. So, hier wird auch wieder kräftig gebaut. Hier wird überall kräftig gebaut. Das gefällt mir ja richtig gut. Vor allem diese kleinen hässlichen Villen, die waren zwar am Anfang ganz schön, aber so auf Dauer wollen wir ja hier was Großes. So, die sind überhaupt nicht zufrieden, habe ich das Gefühl. Ja, dann hauen wir denen doch einfach mal so einen hässlichen Park dahin. So, Park, 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 Park. Was wollt ihr denn für einen Park? Ach komm, die kriegt ja jetzt hier so einen dahin. Zack, und schon entwickeln die sich. Ja, 7000 wieder im Plus. Das hört sich gut an, das sieht gut aus. Und da klimpert es bei mir im Geldbeutel. Im Geldbeutel. Ja, der Kölner Dom bei der Arbeit. Okay. Ach, die machen auch Einkommen? Gehen die mit dem Klingelbeutel einmal umher? Aber die sind ja kräftig im Minus, muss ich mal dazu sagen. Gut. Achso, ja, das Problem ist, wir haben nicht genug Touristen. Ihr könnt mir ja gerne mal ein paar Tipps schreiben in die Kommentare, wie ich mehr Touristen angelockt bekomme. Ja, so ein Bahnhof ist natürlich cool, so ein Flughafen wäre wahrscheinlich noch besser. Aber ich wollte mir jetzt eigentlich keinen Flughafen bauen. So ein havariertes Atomkraftwerk wäre wahrscheinlich ganz cool. Ich meine, nach Tschernobyl da pilgern auch immer sehr viele. So als Abenteuer, ne? In Anführungszeichen Abenteuerurlaub, finden manche ganz spannend. So, 8000. Boah, wir kriegen richtig Plus heute. Ja, ich würde sagen, in der heutigen Folge warten wir einfach noch auf das Krankenhaus, bauen das dann noch und machen danach eine kurze Aufnahmepause. Dann könnt ihr wieder bei der Umfrage mitmachen und mir den einen oder anderen Tipp geben. Hier Richtung Handelsdepot und wie ich den Tourismus noch ein bisschen anzetteln, aufwerten kann, erhöhen kann. Und warum das denn hier so lange dauert. Bis ich jetzt endlich mal das hier bauen kann. Ne? Das hier würde ich gerne mal bauen. Also, es dauert ja sehr, sehr lange. Achso, ja, ich wollte mal kurz hier nachschauen. Was war denn jetzt hier? Rathaus. Es ist eine neue Abteilung fürs Rathaus. Öffnen Sie mal. Ja. So, was könnten wir da nicht brauchen? Bildungsabteilung. Sie denken, die Kinder sind unsere Zukunft, dann brauchen sie eine Schulabteilung. Ja, die Frage ist natürlich, ich weiß nicht, ob einer in seinen anderen Städten sowas schon gebaut hat. SimCopter One für Bürgermeister, die auf große Auftritte stehen. Nein, das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, Versorgung. Ach, das wäre doch eine gute Sache, dass wir Versorgung auch in Zukunft noch gesichert ist. Machen Sie klar, Schiffe, ne? Fangen Sie an. Na gut, das gucken wir uns mal an. Das gucken wir uns dann in der nächsten Aufnahme mal an, was wir uns da bauen. Oh ja, der Dom hier beleuchtet. Oh, das werdet ihr jetzt noch öfters sehen. Hier mit der Skyline-Kulisse im Hintergrund. Das sieht natürlich richtig nice aus. So, okay. Krankenhaus sollte jetzt bald... Ah, nee, das kostet, glaube ich, 110.000. So lange machen wir auf jeden Fall noch. 120.000. Okay, so lange warten wir noch. Wir beobachten dann einfach mal, was hier so los ist. 17 Patienten werden gehandelt. Gehandelt. Ja, 17 Patienten werden gehandelt. Wir haben nämlich nicht nur einen Sklavenmarkt, sondern auch einen illegalen Organhandel. Ne? Wisst ihr Bescheid? Organtransplantationen sind natürlich auch ein großes Thema. Da wird den Leuten einfach das ein oder andere Organ transplantiert. Und auch wenn sie es noch brauchen wahrscheinlich. Und das wird dann
irgendwie weiterverkauft an irgendwelche reichen Schnösel, die das noch brauchen oder irgendwie sonst bald sterben werden. Und dann machen wir uns hier so ein, neben dem Schwarzmarkt und Sklavenhandel noch ein Organtransplantationshandel, weiß ich nicht. Ja, okay. Naja. Was wollte ich eigentlich gerade machen? Ich wollte irgendwas noch nachgucken. Ich wollte eigentlich gerade was auf der Statistik nachgucken. Was wollte ich denn gerade auf der Statistik nachgucken? Achso, ich wollte hier mal nachgucken, wie viele Obdachlose wir haben. Oh, null. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist sogar richtig gut. Ich weiß übrigens gar nicht, wo steht, wie viele Opfer man hat. Das hatte ich irgendwann mal gesehen, aber das finde ich im Moment gar nicht mehr. Ah, das ist auch cool. Tourismuskarte. Oh, okay, ihr seht, da haben wir richtig viel Tourismus. Hier gar nicht, weil hier kein Schwein hinkommt. Das heißt, wir müssen die Leute irgendwie hier hinschuffrieren. Weil ich den Dom bestimmt nicht nochmal abreißen werde. Na gut. Wir bauen auf jeden Fall als letztes Tageswerk unser Krankenhäuschen jetzt irgendwo hin. Ich weiß gar nicht wo. Ach, so, geh mal kurz weg. Achso, da, die Karte sollte man noch zumachen. Krankenhaus. 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 Ich glaube, ich baue das hier so. Oder nein, ich baue das hier hin. Genau. So. Freut das die Leute nicht? Na gut. Dann werde ich nämlich hier die Klinik abreißen. Habe ich noch irgendwas zum Abreißen? So, ihr seht auf jeden Fall, meine Stadt wächst. Und wächst und wächst immer noch weiter. Wir haben einen riesigen, schönen Dom gebaut. Die linke Ecke sieht jetzt zwar noch ein bisschen verlassen aus, aber hier kommt wirklich dann noch die ein oder andere Casino-Zentrale. Dann machen wir hier einen auf Hangover. Und ich denke, die Hochhäuser werden auch noch ein bisschen höher, wobei die sind schon relativ hoch. Und die Straße gefällt mir wirklich schon ganz cool. Einmal so den Blick nochmal hier durch. Und ja, ich denke in dem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr bei der Umfrage mitmacht. Es stehen zur Auswahl Z Francisco und Pay Vegas. Weil bei einem Gleichstand, da weiß ich nicht, da muss ich mich ja dann auch irgendwann mal entscheiden. Ich muss ja irgendwann mal den Namen hier ändern. Das ist ja total blöd mit Zuschong. Naja. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mal so die ein oder andere Meinung in den Kommentaren von euch wiedergebt bezüglich so ein Handelsdepot. Ob das überhaupt sinnvoll ist. In meiner Stadt, wenn ich mich auf Tourismus und so spezialisieren möchte. Und wie das denn überhaupt ist, wenn ich mich auf Tourismus spezialisieren möchte. Wie ich denn den Tourismus zum Beispiel hier hinbekomme. Muss ich dann wirklich einen Flughafen bauen? Muss ich die Bahngleise ausbauen? Muss ich die Straßenbahn bis hierhin ausbauen? Kommen die irgendwann automatisch hier hin? Muss ich hier ein Casino hinbauen, damit die zum Casino gehen und dann zum Kölner Dom? Oder wie ist das? Das würde mich mal interessieren. Und was ihr so zu meiner Planung sagt, ob hier irgendwelche groben Fehler noch sind, die vielleicht noch sogar berichtigt werden können, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich denke, ich würde dann jetzt eine kurze Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann im nächsten Part von SimCity, der kleinen, großen Metropole. Bis dahin, noch einen schönen Tag, Abend oder was ihr gerade habt. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschö, tschö.